Oh, es ist soweit. Ich werde gleich so eine große Show ablegen. Ich bin schon so bereit. Los, Lami, spring runter. Zeig uns alle den Super-Lami-Salto. Oh, ihr habt's gehört. Ich werde jetzt hier runterspringen mit einem Super-Duper-Lami-Salto. Ganz genau. Hey, du da. Bist du verrückt? Komm sofort runter da. Hör auf mit den Dummheiten. Oh, ist Antonia nicht süß? Ich möchte sie unbedingt beeindrucken und deswegen werde ich hier jetzt auch runterkommen mit einem Rückwärtssalto. Nein, hör auf da, komm runter. Ich soll runterkommen? Na gut, dann komm ich halt runter. Super Lami Rückwärtssalto. Wow, war das nicht cool? Und ihr dachtet doch jetzt bestimmt, dass ich mir alle Knochen breche, oder? Oh Mann, ey, was denkt ihr denn? Ich bin doch nicht... Oh Gott, ey, was war das denn? Moment mal, wo bin ich hier? Im Krankenhaus? Moment mal. Hey, Doktor, bist du da? Was? Moment mal, du bist wach? Wie kann das sein? Endlich bist du aufgewacht. Oh ja, das war echt ein kleines Nickerchen. Was ist denn nochmal passiert? Du bist vom Dach gesprungen und dann wurdest du einfach von einem Bus angefahren. Ach ja, das ist passiert und deswegen habe ich so Kopfschmerzen. Moment mal, aber irgendwie, was ist denn mit mir los? Was ist passiert? Habe ich vielleicht ein Bein gebrochen oder so? Ein Bein gebrochen? Das wäre ja noch gut. Aber du hast dir alle Knochen gebrochen und du warst ganze 2 Jahre im Koma. Was? Zwei Jahre im Koma? Nein, das kann nicht sein. Dann würde Brookhaven auch bestimmt ganz anders aussehen. Moment mal, was sehe ich da aus dem Fenster? 2022? Wir hatten doch gerade noch 2020. Was ist denn hier los? Lami, ich habe wirklich schlechte Nachrichten für dich. Aber naja, wenigstens bist du schon mal aufgewacht. Denn du kannst wahrscheinlich nie wieder mehr laufen. Was? Ich kann nicht laufen? Ja, natürlich kann ich laufen. Schau dir das mal an. Ich bin der Beste. Oh Gott. Meine Beine, die fühlen sich so wabbelig an. Ich kann die gar nicht mehr spüren. Moment mal, wie dünn bin ich denn eigentlich geworden? Meine Arme sind so dünn und irgendwie fühlt es sich an, als ob ich keine Muskeln mehr habe. Bestehe ich nur noch aus Haut und Knochen? Na, das versuche ich doch die ganze Zeit zu erklären, Lami. Du warst 2 Jahre im Koma und dein Körper konnte sich nicht bewegen. Deswegen hast du alle deine Muskeln verloren und du musst jetzt im Rollstuhl weiterleben. Es tut mir leid, Lami, aber wenigstens hast du das Ganze überlebt. Hier, bitteschön, dein Rollstuhl. Was? Ich muss jetzt wirklich im Rollstuhl leben? Oh Mann, wie öde ist das denn? Und nur weil ich von diesem blöden Bus angefahren wurde, ich wollte doch nur Antonia beeindrucken. Stimmt, ich muss jetzt Antonia besuchen. Hey Lami, mach das besser nicht. Was hat er gesagt? Ich soll ganz schnell zu ihr gehen? Na gut, Antonia, wo bist du? Hier irgendwo muss sie doch sein. Die läuft eigentlich sonst immer im Park rum. Moment mal. Antonia, da bist du ja. Lami? Du lebst? Du bist wieder aufgewacht? Ja, das bin ich. Ich bin wieder da. Tada. Hab echt lange geschlafen, oder? Ja, das waren insgesamt 2 Jahre, Lami. Oh ja, na gut, Antonia, dann lass uns jetzt erstmal was essen gehen. Ich hab Mordshunger, ey. Nein, Lami, wie soll ich dir sagen? In 2 Jahren ist ganz, ganz viel passiert. Das ist eine lange Zeit. Oh ja, das weiß ich. Ich hab wirklich ganz, ganz viel geschlafen und geträumt. Das kam echt lange rüber. Nein, Lami, das meine ich nicht, denn ich habe jetzt mittlerweile auch schon einen neuen Freund. Oh, Antonia, pass auf, der Schulmobber. Hey, was machst du denn hier? Na, bist du endlich wieder aufgewacht? Oh ja, das bin ich. Und Finger weg von Antonia. Die hat dir gar nichts getan. Das könnte ich zu dir sagen, du Waschlappen. Antonia ist meine Freundin. Was? Was sagst du da? Antonia ist deine Freundin, stimmt das? Ja, er ist mein neuer Freund. Der Schulmobber? Jetzt wirklich? Was? Oh Mann, ey, habe ich das wirklich verdient? Ja, und weißt du, was du noch verdient hast? Was machst du da? Nimm das! Ah, hey, was soll das? Ich kann nicht schwimmen, ich ertrinke!
Moment mal, wer bist du? Und hopp! Da habe ich dich doch gerade gerettet, oder? Oh Mann, du hast mich wirklich gerettet. Wer bist du? Ich bin Jimmy und ich habe dich beobachtet. Der Fiesling hat dich wirklich in den Pool geschubst, obwohl du im Rollstuhl bist. Das geht ja mal gar nicht. Oh ja, und nicht nur das. Er ist jetzt mit Antonia zusammen. Ich habe sie doch geliebt, Freunde. Und jetzt kann ich sie nicht mal beeindrucken, weil ich noch nicht mal gehen kann. Dann müssen wir das ändern, kleiner Lami. Lass uns einfach zusammen trainieren. Wir kriegen dich schon zusammen wieder auf die Beine. Was jetzt wirklich? Wir gehen zusammen trainieren? Ich meine, du hast echt schon einen Riesenkörper, ey. Du hast so dicke Muckis. Ja, das höre ich öfters. Aber ab ins Fitnessstudio. Oh yeah! Auf geht's, Lami! Moment mal, was machst du da auf mir? Hey, geh runter von mir! Los, weiter, 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 du schaffst es! Komm schon, Lami, weiter, weiter, denk an dich, du schaffst es schon! Nicht aufhören, Lami, immer weitermachen! Gas geben, los, Lami! Oh Mann, ey, das war wirklich anstrengend! Ich brauche eine kleine Trinkpause. Das war doch gerade mal 30 Sekunden, Lami. Weiter an die Arbeit. Was? 30 Sekunden? Das kam mir vor wie 3 Jahre. Okay, Lami. 1 Jahr ist vergangen. Es ist der richtige Zeitpunkt, es auszuprobieren. Na, dann probier mal zu gehen. Okay. Ich probier's. Oh Mann, es klappt immer noch nicht. Ich werde wohl nie wieder mehr gehen können. Es ist so traurig. Moment mal, wen sehe ich denn da? Da vorne sind doch Antonia und der Schulmobber. Was machen die denn da? Wow, was war das denn? Der Schulmobber hat Antonia geschlagen. Hast du das gesehen? Lami, Moment mal! Nein, wir dürfen nicht zögern. Wir müssen Antonia helfen. Das geht doch nicht. Der kann doch nicht einfach ein Mädchen schlagen. Das ist unterste Schublade. Hey, du da, was machst du da? Halt dich fern. Das ist meine Beziehung, nicht deine. Halt die Backen! Wow, ich hab ihn in den Flughafen geschlagen. Ich glaube, das war ein bisschen zu doll. Aber Antonia, wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen ins Krankenhaus. Aber Lami, warte mal. Was ist denn passiert? Oh, du hast vielleicht eine Gehirnerschütterung. Dein Freund, also der Schulmobber, der hat dich einfach geschlagen. Und jetzt kannst du dich nicht mal daran erinnern. Wie traurig ist das denn? Dass er seine eigene... Warte mal, Lami. Das meine ich doch gar nicht. Du kannst gehen. Moment mal. Jetzt? Wirklich? Ich kann gehen! Wie cool ist das denn? Hey, hast du nicht etwas vergessen, Lami? Oh, tut mir leid, Antonia, aber Moment mal. Heißt es also, dass du mit deinem Freund, dem Schulmobber, Schluss machst? Ja, ich mache Schluss. Das habe ich ihm gerade schon gesagt. Und dann hat er mir eine Backpfeife gegeben. Dieser Fiesling! Oh Mann, ey! Aber, Freunde, ich kann wieder gehen. Aber, Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und falls ihr noch eine coole Idee habt, was wir hier in Brookhaven für ein Roleplay-Video machen sollen, dann ab damit in die Kommentare und dann können wir das gerne für euch machen. Und Freunde, links und rechts seht ihr jetzt noch die letzten 2 Videos. Die müsst ihr unbedingt abchecken, die sind auch mega cool geworden. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder und ciao!